Auf diesem Stuhl hier sitzt normalerweise der bayerische Ministerpräsident Dr. Markus Söder hier im Plenarsaal des Bayerischen Landtags, wenn er denn einmal da ist. Heute allerdings war er nicht hier auf diesem Stuhl, sondern er war auf dem Zeugenstuhl bei uns im Untersuchungsausschuss zum Desaster der zweiten Stammstrecke. Wir wollten wissen, was seine Verantwortung bei dem ganzen Desaster ist. Und tatsächlich hat sich nach meinem Dafürhalten klar herausgestellt, dass er seine damalige Verkehrsministerin Kerstin Schreier massiv ausgebremst hat, als sie aufklären wollte und nach draußen gehen wollte mit den Zeitverzögerungen und mit den Kostenexplosionen, die beide Ministerin Schreier, aber auch Ministerpräsident Söder schon früh im Jahr 2020 gewusst haben. Ministerpräsident Söder hat es nach meinem Dafürhalten offenkundig vorgezogen, das Bekanntwerden des Desasters zu verzögern bis zu einem Zeitpunkt, der für ihn persönlich weniger ungünstig ist, nämlich nach der Bundestagswahl, wo er ja als Kanzlerkandidat gehandelt war, und deutlich vor der Landtagswahl, und das war eben das erste Halbjahr letzten Jahres. Mit dieser Zeitverzögerung hat Ministerpräsident Söder seine persönliche Karriereplanung, aber auch die Wahlkampfstrategie der CSU in meinen Augen über das Wohl des Freistaats Bayern gestellt, und das ist der eigentliche politische Skandal rund um das Desaster der zweiten Stammstrecke. Ministerpräsident Söder hat eingangs der Vernehmung heute gesagt, Mutlosigkeit in der Gegenwart ist eine schwere Sünde für die Zukunft. Untätigkeit aber mindestens genauso.